Und wir haben hier direkt vor der Haustüre, da oben ist unsere Bude mit Überblick über das ganze Tal, über das ganze Meer. 10 years later. Herzlich willkommen hier zurück zu 10 Dinge, die du nicht in Minecraft wusstest. Fakt Nummer 1. Mit 4 Holzplanks kann man sich ein Crafting-Table machen. Nur 0,1% der Spieler wissen über diesen Fakt Bescheid. Like und abonnieren für mehr Videos. It is evolving, just backwards. Hier noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe nichts gegen diese Creator persönlich. Dieses Video ist nur für Unterhaltung ausgelegt und ich will diese Creator in keiner Form persönlich attackieren oder haten. Norman hier, oder heißt es Nkurman? Mann, ist ein Minecraft-YouTuber, dem ich gerne den Award für den originellsten Content auf YouTube geben würde. Es ist ja okay, wenn der Kanal von einem bestimmtes Thema hat. Aber wenn man dasselbe Video 6 Mal macht, da weiß man, dass der Norman gerne Stonks macht. Bitte, bitte holt es euch, ich brauche das Geld. Die Thumbnails dieser Videos sind auch so lustig. Ich meine, wie kommst du auf diese Prozentzahlen? Bringst du vektormäßig auf deiner Tastatur herum, bis du eine bestimmte Prozentzahl hast? Da gibst du die im Random Number Generator ein. Und für den Hauptteil des Thumbnails stelle ich mir Norman so vor, wie er verzweifelt vor seinem PC sitzt, überlegt, wie er 5-jährige Kinder dazu bringen kann, auf sein Video zu klicken. Und dann kommt ihm so die Idee, dass er das normalste Minecraft-Item nimmt und einfach einen Rotfilter drüber klatscht. Natürlich wird auch jedes zweite Video ein größerer YouTuber in den Titel oder ins Thumbnail gepackt. Oh, schaut mal, da ist Paluten. Oh, und Trimax ist auch hier. Dream, ich liebe Dream. Und sogar Mr. Beast gibt es auch. Und der Staubsauger und Spark auf Fiends YouTube-Kanal ist auch hier. Und Castcraft. Und Dreammasken gibt es auch. Und Fake Trimax und echter Minecraft-Trimax. Und sogar Trimax noch mehr Basti GHG. Moment, was ist das? Gustav hier hat ähnliche Probleme wie Norman. Schamloser Clickbait, Features, die es einfach nicht in Minecraft gibt und komplett unnatürliche Prozentzahlen. Und Gustav scheint zu denken, dass er richtig lustig ist, dass er immer 69 ins Thumbnail packt. Bro, denn die Zuschauer sind vielleicht 8, die haben keine Ahnung, was Funny Numbers sind. Probiert jetzt den neuen Survival Seed aus. 69, 420, R34, E61 mit süßen Anime-Mädchen und großen starken Furry-Mädchen. Wait, what? Das geht ja auch nicht. Das ist ja eigentlich illegal. Das ist ja was, das funktioniert nicht. Dieses Thumbnail zum Beispiel ist fast dasselbe wie von Norman. Und hier bei dem, da musste ich so lachen, einfach, ich teste Minecraft-Seeds, die ich nicht kenne. Weißt du, wie viele Minecraft-Seeds es gibt? Es gibt Quadrillionen von Minecraft-Seeds. Du kannst nicht alle kennen. Ich hoffe, ich muss das nicht erklären. Aber gut, wenn du alle auswendig lernen willst, gerne. Ich habe jetzt viel zu viel auf den Thumbnails rumgehackt. Es wird Zeit, den Content anzuschauen. Schauen wir doch mal Unterschiede zwischen Java und Bedrock-Version an. Wirklich sehr schöne Videoidee. Könnte sogar von mir sein. A little longer than a few minutes later. Okay, das war eine einmalige Erfahrung. Ihr wollt zum Beispiel eine Kiste in einer Struktur looten, in der relativ oft dasselbe Item drin ist. In der Bedrock-Edition müsstet ihr jetzt alles ganz, ganz langsam selber mit der Hand rausnehmen. Ja, und in der Java-Edition könnt ihr einfach einmal einen doppelten Linksklick machen und ihr habt alle Items direkt bei eurer Maus. Oh nein, ich habe hier eine Kiste voller gleicher Items. Ich bin aber leider auf der Bedrock-Version und laut Gustav kann man hier nicht doppelt klicken. Es ist so traurig. Nur in der Java-Edition könnt ihr Teppiche, Wolle, Knöpfe, Leitern oder auch Bögen als Brennmaterial benutzen. Nur in der Java-Edition. Auf den Superflat-Welten in der Java-Edition generieren einige Strukturen, die es in der Bedrock-Edition nicht gibt, wie zum Beispiel dieser weirde Stronghold hier. Bruh. Was kannst du eigentlich?
Verzauberung Sweeping Edge gibt es in der Bedrock Edition nicht. Die benutzt sowieso keiner, weil alle immer nur auf Sharpness gehen. Okay, okay. Dass Sweeping Edge nicht auf der Bedrock Version existiert, hat er ganz richtig gesagt. Aber Sweeping Edge und Sharpness sind kompatibel. Reden wir beide eigentlich überhaupt vom selben Spiel, Gustav? Wenn ich den Bree nämlich einfach einmal anzünde, dann solltet ihr eigentlich gleich sehen, dass das Ganze hier unten im Chat angezeigt wird. Nur in der Java-Edition habt ihr die Möglichkeit, einen beschädigten Eisengolem wieder zu heilen. Ihr müsst euch hier auch nicht die ganze Zeit mit XP-Flaschen abwerfen, um irgendwie an Level zu kommen. Stattdessen könnt ihr einfach / Experience benutzen und euch hier zum Beispiel einfach mal 100 Level dazuschreiben. Ich habe wirklich keinen schlechten PC, aber wenn ich auf der Java-Edition mit Shader spiele, kann ich maximal eine Render-Distance von 8 Chunks einstellen. Wisst ihr, manchmal tut es schon weh zu wissen, dass man mit solchen Plebs wie Gustav in einer Welt leben muss. Ich meine, ich habe echt keinen schlechten PC und ich habe mir für das gute Mittelfeld von 32.768 Chunks entschieden. Das gibt mir gute Performance und eine gute Sichtweite. Verstehe überhaupt nicht, was Gustav für Performance-Probleme hat. Mit Shadern muss ich das Ganze leider auf 64 runterschrauben. Das Ganze laggt natürlich etwas mehr, weil ich gerade aufnehme. Normalerweise läuft alles super smooth. Gustav, du bist outplayed. Richtiger L-Take. Wie bereits im Intro gesagt, ich habe nichts gegen Norman und Gustav. Beide machen an sich nichts falsch und sind bestimmt keine schlechten Menschen. Wir werden jetzt einfach alle so tun, als ob es 2011 wäre, okay?